zu unserem Fokusthema jetzt. Antidepressiva. Wer in ein emotionales Loch fällt, greift in der Schweiz erstaunlich oft zu solchen Medikamenten. Über 700.000 Menschen, das zeigen Berechnungen, schlucken hierzulande regelmäßig Antidepressiva. Über Wochen, Monate, teils sogar Jahre. Und das trotz häufiger Nebenwirkungen wie etwa Übelkeit, Gewichtszunahme oder Lustlosigkeit. Umso brisanter darum jetzt das Resultat einer Studie des renommierten Nordic Cochrane Zentrums in Dänemark. Die Pillen wirken im Schnitt praktisch nicht besser als Placebos, also Scheinmedikamente. Reporter Stefan Rathgeb hat nachgefragt, als erstes beim Psychiatrieforscher, der hinter diesem Befund steht. Klaus Munkholm war lange Chefarzt Psychiatrie am größten Spital in Dänemark. Inzwischen ist er einer der weltweit renommiertesten Forscher auf dem Gebiet der Psychiatrie. Er kritisiert scharf. Seit Jahren behandeln wir Patienten mit Antidepressiva. Das sind Medikamente, die auf die Hirnchemie einwirken. Und wir tun dies, ohne dass wir mit Sicherheit wissen, ob es bei depressiven Patienten überhaupt Störungen in diesem chemischen System gibt. Munkholm und seine Forscherkollegen haben kürzlich im anerkannten British Medical Journal Open ihre vielbeachtete Metastudie publiziert. Ihre Resultate stellen die gängige Behandlung von Depressiven komplett in Frage. Doch beginnen wir von vorn. Kein Antrieb, keine Freude und das unsägliche Gefühl einer Last, die man einfach nicht los wird. Längst ist die Depression zur Volkskrankheit geworden. Und sie sollen Abhilfe schaffen. Antidepressiva, Stimmungsaufheller, sagen die Befürworter, Stumpfmacher, die Kritiker. Eva Blotzig ist Ärztin und leitet bei der größten Schweizer Krankenkasse Helsana den Bereich Gesundheitsforschung. Die Helsana hat berechnet, wie weit verbreitet die Einnahme von Antidepressiva in der Schweiz ist. Das Resultat: 9% der Bevölkerung schlucken die Pillen regelmäßig. Die Kosten für Antidepressiva in der Schweiz machen im Jahr ungefähr 200 Millionen Schweizer Franken aus. Aber es sind sehr viele Bezüger in der Schweiz betroffen, nämlich weit über 700.000 Personen. Und das sind Leute, die aktiv nehmen. Wir haben sehr viele Personen, die die Antidepressiva über mehrere Jahre hinweg nehmen. Antidepressiva beeinflussen die Botenstoffe im Gehirn, die sogenannten Neurotransmitter. Doch obwohl Antidepressiva massenweise eingesetzt werden, gäbe es bis heute keinen Beweis dafür, dass bei Depressiven tatsächlich etwas mit diesen Botenstoffen gestört sei, sagt Psychiater und Forscher Klaus Munkholm. Es gibt weltweit keinen einzigen Test, der objektiv messen kann, ob Patienten mit Depressionen tatsächlich irgendeine Störung der Neurotransmitter haben. Es gibt also schlichtweg keinen Beweis dafür, dass Depressionen durch ein Ungleichgewicht von Neurotransmittern verursacht werden. Trotzdem werden Antidepressiva massenweise verschrieben seit 50 Jahren. Es herrscht der weit verbreitete Glaube, dass Antidepressiva gegen Depressionen helfen. Denn das wurde uns jahrzehntelang eingebläut. Der Forscher wollte wissen, wie hilfreich sie gegen Depressionen tatsächlich sind. Dafür hat er 522 bereits publizierte Studien aus der ganzen Welt ausgewertet. Doch er wollte auch zusätzlich die Studien auswerten, die bewusst nicht publiziert wurden. Bevor nämlich ein neues Medikament auf dem Markt zugelassen wird, müssen Pharmafirmen mit mehreren klinischen Studien dessen Wirksamkeit belegen. Dafür müssen sie, im Fall von Europa, bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA sämtliche Studien einreichen. Welche Studien jedoch später der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, entscheidet die Pharmafirma selbst. Das öffentliche Wissen über Antidepressiva basiert also weitgehend auf den klinischen Versuchen, deren Resultate die Pharmafirmen selbst veröffentlicht haben. Der größte Nachteil ist, dass man sich nur auf die veröffentlichten Studien beruft. Deren Aussagekraft sei gering, kritisiert Munkholm. Erstens würden die klinischen Versuche viel zu kurz dauern, in der Regel nur 6 bis 8 Wochen. Dabei nehmen viele Patienten Antidepressiva über Jahre ein, zum Beispiel in Amerika. 25% der US-Patienten nehmen sie länger als 10 Jahre ein. Und zweitens seien die Teilnehmer klinischer Versuche nicht repräsentativ.
Studien haben gezeigt, dass 90% der Patienten, die sich wegen einer Depression in einer Klinik behandeln lassen, nicht die Kriterien erfüllen würden, um an einem klinischen Versuch teilzunehmen. Der Grund: Die meisten Depressiven haben noch andere Erkrankungen, zum Beispiel Suchtprobleme, und sind deshalb für klinische Studien nicht zugelassen. Die Cochrane-Forscher haben auch unveröffentlichte Studien von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA berücksichtigt, also solche, die die Pharmafirmen nicht veröffentlichen wollten. Das Forschernetzwerk hat sich den Zugang dazu erkämpft. Und auch aufgrund dieser unveröffentlichten Studien stehen Antidepressiva plötzlich in einem anderen Licht da. Was wir herausgefunden haben, ist Folgendes. Die Wirkung von Antidepressiva und von Placebo unterscheidet sich nur um 1,97 Punkte auf einer Skala von 52 Punkten. Also fast gar nicht? Der Unterschied ist tatsächlich minimal. Die Wirksamkeit von Antidepressiva wird auf der sogenannten Hamilton-Skala gemessen. Auf dieser Skala wird die Schwere einer Depression mit einem Wert zwischen 0 und 52 Punkten bestimmt. Wenn Antidepressiva die Depression zum Beispiel um 11,97 Punkte auf der Hamilton-Skala senken, so bewirkt ein Placebo, ein Scheinmedikament ohne Wirkstoffe, eine Senkung der Depression um 10 Punkte. Das bedeutet, Antidepressiva wirken im Durchschnitt gerade mal ein bisschen besser als Scheinmedikamente. Im Schnitt sinken die depressiven Symptome um 1,97 Punkte tiefer. Eine Verbesserung, die von einem Arzt nicht mal festgestellt werden kann. Angesprochen auf die Studienresultate verweist der Branchenverband Interpharma auf die hohen Standards, die es einzuhalten gilt, damit ein Medikament zugelassen wird, und spielt den Ball weiter an das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic, das für die Zulassung verantwortlich ist. Swissmedic schreibt: Es ist nicht möglich, anhand dieser Publikation den Behandlungseffekt auf individueller Patientenebene zu beurteilen. Und generell gelte: Ergeben sich nach der Zulassung Signale, welche die Wirksamkeit, Sicherheit oder Qualität des Arzneimittels betreffen, wird Swissmedic mit entsprechenden Maßnahmen reagieren. Die Leiterin des Bereichs Gesundheitsforschung bei der Krankenkasse Helsana hat die Vergleichsstudie der Cochrane-Forscher mit großem Interesse gelesen. Sie sagt: Die Resultate einer so renommierten Institution wie der Cochrane Collaboration sollten wir sehr ernst nehmen. Besonders auffällt ja, dass die Patienten nur sehr geringfügig von den Antidepressiva profitieren können. Hätten Sie erwartet, dass das eigentlich schon mehr ist, wenn man jedes Jahr 200 Millionen ausgibt? Nach dem, was wir aus der Vorgängerstudie, die hier ganz explizit kritisiert wird, wissen, hätte man einen viel höheren Nutzen erwarten dürfen. Für die 700.000 Menschen in der Schweiz, die regelmäßig Antidepressiva einnehmen, enthält die groß angelegte Vergleichsstudie auch ein positives Ergebnis, nämlich, dass Placebo und damit die Selbstheilungskräfte im Menschen erstaunlich gut gegen Depression wirken.